Wo sind wir denn hier? Da ist ein Haus, das ich hoffentlich ausrauben kann. Da ist noch ein Haus, das ich hoffentlich ausrauben kann. Und da ist Ausgang nach woanders. Okay. Okay, hier gibt's nichts. Bitte kein heiliges Mittel dieses Mal. I'm here. Und Fireball ist immer geheiligt. Certainly. Hey, guck mal weg, ich will euer Essen ausrauben. Ach Mann, müsst ihr hier überall rumstehen? Ich will doch nur mal kurz da dran. Ich bin eine notleidende Elfe. Hallo. Jetzt guckt doch mal alle weg. Ey, muss ich denn hier noch hinschleichen, damit mich keiner sieht? Jetzt kommt die blöde Großkatze vorbei, oder was? Was ist denn da überhaupt drin? Lohnt sich das? Na, nicht wirklich, aber aus Prinzip. Und dann beklaute Lin sie und nahm ihnen all ihr Essen weg, damit sie verhungern müssen. Jetzt geh doch weg, du blöde Katze. Nicht du, Sid. Nicht du. Du bist eine süße Katze. Aber dann lasse ich euch euer blödes Obst und Gemüse halt. Aber den Reis kriegt er nicht. Die drei Karotten brauchst du nicht klauen. Ich will aber, dass die verhungern. Die sind unhöflich. Die sind alle blöd. Ich sehe übrigens gerade, dass mein Hase schon vor 16 Tagen sein ein Jahr ist er mein Abonnent auf Twitch Jubiläum hatte. Aber ich habe mein Affiliate Jubiläum erst jetzt. Also ich habe das Gefühl, Twitch kann nicht so richtig rechnen. Was ist, wenn die dich erwischen? Klopperei? Ja, vermutlich. Slowly now. Ja. Und warum wartest du da noch? Ja, besser Wetter? Ich weiß es nicht. So, ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Verbesserung ist, aber nee, das ist das Falsche. Genau. Das ist mein Lieblingsdingens da oben, Gedönsi. Ist das besser als das, was du hast? Zeig ich mal. Da ist noch Intelligenz drauf. Ja. Ja, momentan ist es nicht besser, aber das ist mir egal. Weil es sieht nämlich verdammt gut aus. Ist das schick oder ist das schick? Das mit Sternchen. Warte, und was kann man da jetzt noch so Schönes verzaubern? Ich kann es Legendary machen, das ist schon mal gut. Da könnte ich meine letzte Schuppe verkleben. Ich kann noch irgendeinen Attributsbonus drauf machen. Ja, gut, das sowieso. Ja, und ich kann total sinnig, ich kann die Robe aus Stoff mit Eisen verstärken. Und mit Drachenschuppen. Ja, also das machen wir schon mal. Warte, die Intelligenzverzauberung hat dir doch eh nichts mehr gebracht, ne? Ja. Was kannst du denn überhaupt noch kriegen, Schätzelein? Wir könnten mal deine Con heben, mein Schatz. Wie wäre das denn? Dann hättest du mal sowas Ähnliches wie Hitpoints. Also so ein Hauch von Hitpoints.
Ja, so viel kannst du jetzt was klauen, dich erwischen lassen und alle umlegen. Ich fange gleich die Quest an, wo wir jemanden umlegen können. Ich muss nur noch schnell meinen Elf umziehen. Genau. Also, was habe ich gesagt? Wir können hier Korn gebrauchen. So. Genau, dann kriegst du auch die letzte Drachenschuppe, mein Schatz, weil ich dich lieb habe. Darf ich das jetzt noch? Nee, das darf ich jetzt nicht mehr. Naja, das ist nicht so schlimm. So, hübsch. Ja, guck da. Er hat so ein paar Hitpoints gekriegt. Ist der Wahnsinn. Dann hätte er ja mal so die ansatzweise Durchhaltevermögen, unser Herr Elf. Ja. Danach ist offiziell die Devil die mit den wenigsten Hitpoints. Aber das ist so schick. Sieht so gut aus. Also gut, der Mann sah vorher schon unfassbar gut aus. Aber jetzt noch ein bisschen mehr. Das Blöde an diesem Gebiet ist, dass da halt auch, was diese Visionen aus deinem vorigen Leben betrifft, I'm here. die alle so Knall auf Fall kommen. I'd be glad to. Und deshalb hast du hier halt dauernd irgendwie Cutscenes und sonst was dazwischen, die dann halt stören, wenn du tatsächlich. So, jetzt habe ich die Möhren doch geklaut. Wenn tatsächlich mal irgendwelche Ich klopf mich mit Leuten Quests verfolgen möchtest. Mir läuft so ein Wildschwein nach. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. I'm here. Das Blöde an diesem Gebiet ist, dass es existiert. Ja, irgendwo muss die Story ja zu Ende gehen, ne? Ja, ne? Dann ist nicht nach 10 Sekunden die Luft raus bei dem. Ach, pff. Wer sagt denn, dass der im Bett kein Durchhaltevermögen hat? Es geht ja nur darum, dass er nicht gleich umfällt, wenn ihn ein Drache anpustet. Oder, keine Ahnung. Wenn ihn ein Eichhörnchen schief anguckt oder so. Ist ja alles sehr gefährlich. Ja, okay, ihr geht hier Patrouille und wollt verhindern, dass ich euch Sachen klaue. Mehr Karotten. Na gut, klaue ich euch euren Scheiß halt nicht. Dürft ihn ausnahmsweise behalten. Weil ich heute gnädig bin. Upsis. Wenn ich jetzt die eine Quest anfange, wo ich weiß, dass wir uns prügeln müssen, müssen wir dafür trotzdem nochmal an so einer Cutscene vorbei. I'd be glad to. Aber ich hätte schon übelst Bock, hier mal den einen oder anderen zu verprügeln. Also diejenigen, die ich auch verprügeln darf, ohne dass es schreckliche Konsequenzen hat. Ja, dann geh doch wieder weg, Sid. Oh, Kiste. Nein, ich lasse mich nicht ablenken. Ja.
Ja, die muss man von außen aufmachen, ist okay. Okay, hier gibt es keine Kiste, hier gibt es nur Raubkatzen. Ach da, da ist der Arthun, den ich eh befragen soll. Ich will ja noch mehr mit Leuten quatschen. Oh Gott, der wird gerade von irgendeiner Tussi angeschmachtet. Oh Gott, nein, von zwei Tussis. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Oh, du kannst uns später zeigen, wie du deinen großen Speer eingesetzt hast. Oh Gott. Okay, jetzt will ich vielleicht doch nicht mehr für ihn sein. Sehr ekelhaft. Ein schlaksiger Jäger pflegt sich den Bart, einen lückenhaften blonden Flaum, während er aufmerksam einer jungen Elfin lauscht. Sie flüstert ihm etwas in die geröteten Ohren und kichert. Den Kopf noch immer gesenkt, antwortet er mit einem breiten Grinsen. Der Jäger bemerkt dich, er räuspert sich und richtet sich auf, um würdevoll zu erscheinen. Ich habe dich erwartet. Ich habe gerade erst mit den anderen zwei Pappnasen da drüben besprochen, dass ich dich befragen gehen soll. Aber hey, ja, du weißt schon Bescheid, es ist in Ordnung. Mein Stamm hat mir gesagt, dass du die Wahrheit über Fjorms Exil sagen sollst. Er kämmt sich seine spärlichen Stoppeln und wirft der Elfen einen Blick zu. Nun, Arthun versteckt sich nicht vor der Wahrheit. Frage und ich werde antworten. Ja, das befürchte ich. Erzähl mir von deinem Stamm. Wir sind jung, der jüngste Stamm in Erglanfar. Arthun zögert einen Augenblick, kratzt sich den Bart und breitet dann seine langen Beine auseinander. Aber wir sind nicht schwach. Die anderen Stämme haben ihre Geschichte und nun schreiben wir, die zweimal gespaltenen Pfeile, unsere eigene. Hast du schon mal drüber nachgedacht, warum ihr gespaltene Pfeile heißt? Und dann auch noch zweimal gespalten? Also ich hoffe, dass es deinem Speer nicht so ergangen ist. Arthun streckt die Brust heraus und schlägt sich mit der Faust darauf. Wir sind wahre Glanfartaner, wahre Jäger. Ich habe bewiesen, dass wir würdig sind. Sein goldener Flaum erstrahlt wie sein breites Lächeln. Ich war es, nicht Fjorm, der den riesigen Stelgert getötet hat. Okay, was ist mit Fjorm passiert? Jetzt wirf doch endlich irgendwo Heu zum Beispiel einen Feuerball hin. Halt uns doch die Augen zu, versprochen. Ich rede noch kurz fertig. Arthun blickt nach unten, deckt sich die Lippen. Fjorm, er streicht die blonden Stoppeln von seinen Mundwinkeln fort. Jeder Stamm weiß um seine Stärke. Ein Jäger mit großem Namen. Doch dieses Mal geriet er ins Hintertreffen. Aha. Wir sahen den großen Stelger auf der Wachpostenerhöhung über dem Wasserfall, das North Wield. Er lauerte auf Beute. Arthun schüttelt gleich den Kopf. Fjorm wollte, dass wir uns aufteilen. Er wollte die Bestie zum Fluss locken. Ich sollte sie flankieren. Aha. Jäger kratzt sich an seinem geröteten Ohr. Aber die Bestie kam nicht hinunter zum Flussufer. Also versuchten wir, sie auf der Anhöhe zu umkreisen. Ich kletterte schneller und da war sie, bereit, mich anzufallen. Ja, du bist auch so eine Bestie, die jemanden anfallen könnte. Arthun stößt seine Faust nach vorne. Ich durchbohrte ihr Fleisch in der Luft. Ja, bestimmt. Ich rollte mich herum und stach wieder zu und wieder. Ja. Und das willst du jetzt auch mit den Elfinnen hier machen, ja? Oh je. Yeah. Bester Einsatz von Sid. Ja, er weiß schon, wann er sich zu Wort melden muss. Und die Bestie war tot. Na okay, dann machst du das vielleicht besser nicht mit den Elfen. Der Jäger streicht seinen Schnurrbart glatt und blickt auf. Fjorm konnte nicht fassen, dass er nicht einmal beteiligt war. Er sagte, er würde nicht zu der Schmach zurückkehren, einem zweimal gespaltenen Pfeil unterlegen gewesen zu sein. Arthun seufzt. Ich habe ihn angefleht, aber er war ein Hüter des Steins. Er wollte nicht auf mich hören. Ja, ganz bestimmt. Das hat sich bestimmt so zugetragen.
Und nun ist er verstoßen. Wer weiß wo. Ja, okay, danke. Das war alles, was ich wissen wollte. So, hier, warte. Diese Hütte sieht aus, als wäre sie mit, naja, keine Ahnung, Stroh, Gras, Heu, irgendwas besetzt? Hi. Hier, Darling. Meine Community wünscht sich einen Fireball. Hier, bitte sehr. Absolutely. Ich habe noch nie so dämlich einen Fireball gecastet, glaube ich. Ja, ich glaube beim Teststream, als ich getestet habe, wie der Ton ist. Aber sonst nicht. Hier, nee, hier war ich schon.